MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, nehmen wir die, die sieht nicht schlecht aus. Schallgedämpft. Farbton in Rot. Und Munition brauchen wir natürlich auch. So, dann hat ich das endlich mal erledigt. So. Ich bin ready. Jetzt warte ich nur noch auf die Einladung und dann können wir letztendlich dann auch starten, ne? Was halten die Reifen so aus? Sieht ja wohl fantastisch aus, ne? Oh. Kaputt. So, Los Santos Customs haben wir irgendwo in der Nähe? Nö, ne? Sieht auch schick aus. Das in Grün sieht geil aus. Ja, die werden wahrscheinlich schusssichere Reifen haben. Die werden nicht so einfach platzen. Ach, scheiße, ich habe ja keinen Reifen mehr. Das sieht ja auch kacke aus. Ich glaube, wenn man einmal Grip hat, kommt man auch vorwärts mit den Dingern, ansonsten ist vorbei. Alle Achtung. Also tut sich jetzt gerade, glaube ich, nichts mehr außer... Moment. Doch. Tatsächlich, einmal Grip haben und schon schießt man nach vorne. Naja, schießt man ist jetzt auch nicht... Gerade der Ausdruck, den man... Lol, war das ein Rennwagen? Ich guck gerade mal, aber ich sehe es auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Da, haben wir da unten einen. Da, da und da. Oh, der ist sogar relativ in der Nähe. Laden Sie mich auch noch ein. Moment. Sehr schön. Wobei, wenn ich das schon lese, bereite dich auf die Herausforderung Kopfschuss ein. Bereite dich drauf vor, so. So, rückwärts kommen wir vorwärts, so gesehen. Wunderbar. Fahren wir ein Stück rückwärts, ist ja auch nicht das Problem. Arschloch. Sehr gut. So, und jetzt geradeaus nur noch. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die Einladung. Ich hoffe, die kommt bald. Ah, so kommt man aber gut vorwärts. Cooler Drift kann man, coolen Drift kann man damit hinlegen. So, nochmal die Reifen durchdrehen lassen hier. Und einfach geradeaus fahren. Ach, hier fährt sogar ein Abonnent hinter uns her, sehe ich gerade. Do you play Battlefield?
Oh wei, ein Rumäne. Ich habe zwar nichts gegen Rumänen, aber die klauen wie die Bestien. Fuck, 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 fuck. Ja, das war klar. Okay, ich habe ihn nicht getötet. Der Abonnent war es. Wie konntest du ihn nur töten? Eieieiei. So. Super. Perfekt. So, Fahrzeug reparieren und dann gucken wir einfach mal nach, ob es was Neues gibt. Ne, nicht wirklich. Aber wir können diese hässliche Wheelie-Bar entfernen. Getriebe. Gibt es jetzt das Straßengetriebe? Turbolader gibt es noch keinen. Cool. Nimm ich grün. Grün sieht cool aus. Felgentyp, Felgenfarbe, Reifen, Reifenverbesserung, schusssichere Reifen. Wunderbar. So, und dann noch die Wheelie-Bar entfernen. Und verlassen. Wunderbar. So, einen neuen Job habe ich ja nicht bekommen bis jetzt. Schade eigentlich drum. Dann würde ich sagen, machen wir doch nochmal ein paar Läden leer. Läden, die wir noch nicht haben. Da oben haben wir einen. Wunderbar. Wir haben jetzt ein neues Getriebe drin. Das ist auch nicht verkehrt. Hinter uns sieht auch cool aus, der Wagen. Boden Harry verfolgt uns per Luft. Auch nicht schlecht. So. So, die Frage ist, wie lange der Raub dauert, weil eigentlich habe ich nur noch 10 Minuten Aufnahmezeit. So, ich hoffe nicht zu lange. So, Jobliste. Soschka, annehmen. Los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das gut geht oder nicht. Der Pazifik-Standardraub. Hört sich jetzt nicht schwer an, ne? So, jetzt mal fragen. Vielleicht hat da einer eine Antwort drauf. Well, you all look good. Hm? How do I look? I look like a model? Like I work at Pekka Woods. Like a regular dreamboat. Oh, perfekt. Los geht's. Aufnahme. Circa 10. 10 Minuten zu Ende. So. Das ist vollkommen okay, wie wir aussehen. Bisschen chillig. Den ganzen kann ich leider nicht mitmachen. Wie lange dauert der? Ja, der ganze ist natürlich klar. Achso, bereit. Natürlich. Achso, wir sind nur noch zwei. Wir müssen einen Postwagen mit einem Sender verschaffen, okay.
Gut. Los geht's. Coole Outfits, oder? Sieht so ein bisschen auch Business aus. Hoppala. Was es alles gibt, eine App für Transporter zu finden. Ich brauche ein Foto. Zack, Hammer. Sehr gut. Hoppala. So, wenn jeder einen nimmt, dauert das ja nur halb so lange, ne? So, der rechte fährt schon ganz nach rechts. Sehr gut. Ist ja so gesehen nicht das Problem hier, die Transporte zu finden. Hoppala. Oh, der ist hinter mir direkt. Super. Jetzt weiß ich nicht, wo der Rest ist. Ich denke mal, die sind zwar genau hinter uns. Der eine ist sogar genau hinter uns. Dann wird der wahrscheinlich über die Autobahn kommen, oder? So, dann fahren wir doch einfach mal hier entlang. So ganz gemütlich. Und gucken wir mal, ob wir ihn finden. Ob wir jetzt genau richtig fahren oder nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Da ist er. Boah, scheiße. Ich glaube, der ist hier über die Brücke drüber. Das ist natürlich nicht so praktisch, dass er jetzt da abgebogen ist. So. Auf jeden Fall befindet er sich nicht auf der Autobahn. Boah, ist das schwer. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Ah, da vorne ist er. Wunderbar. Komm, vorwärts, da vorne ist er immer noch. Wir sehen ihn noch, wir sehen ihn noch, wir sehen ihn noch. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So, sehr gut. So, einmal die Kamera rauszucken und Schuss. Sehr gut. Sehr gut. Und den letzten. Ich glaube, ich bin der Einzige, der die Dinger sucht. Kann das sein? Kommt mir irgendwie so komisch vor. Ah, hat's erledigt. Ja, wunderbar. Perfekt. Perfekt. Hier ist das Krankenhaus, oder? Ja, Tatsache. Diesen Transporter. Okay, kann ich machen. Stehe direkt davor.
great little app that Trackify. So. Perfekt. Ich würde mal sagen, das ist unser Transporter. Das ist cool gemacht. Hoppala. Wie war das mit der Aufmerksamkeit? Uns rammt hier ein Sportwagen die ganze Zeit. Guten Tag. Ein schöner Transporter, aber was hat der ausgeliefert? Gar nichts, würde ich sagen, ne? So wie es aussieht. Ein Transporter läuft auf dem Limit. Oh fuck, Laterne. Hoppla. Ja, doof gelaufen mit der Scheibe. Egal, brauchen wir nicht. Es ist schade, dass die Spiegel so dermaßen nicht erkennbar sind. Oh fuck. Huch. Manche Sportwagen sehen hier richtig, richtig, richtig gut gemacht aus, muss man sagen. Wow, er driftet einfach zur Seite, habt ihr gesehen? So, Raub bestanden. Perfekt, Lieferwagen erfolgreich geklaut. Wunderbar. So soll das Ganze auch ablaufen, oder? Bin ich jetzt falsch? Transponder should be back here. Yep. That's the model. Ach, für das Ding haben wir das geklaut? Nur für diesen Transponder? Achso, wir müssen das jetzt noch wegbringen, oder was? Achso, nein, müssen wir nicht. Sehr gut. Bestanden, wunderbar. Ach, wir haben mal Gold erreicht, das ist auch nicht verkehrt. Cool. Was haben wir da? Oh, wir sind bald Level 21, das ist auch nicht verkehrt. Perfekt. Und das Portemonnaie ist wieder schön voll. Aber anstrengend, anstrengende Sache hier. Fahr dem und dem hinterher, fotografier die Kennzeichen. Nun musst du einen klauen und bring ihn weg. Und dann darfst du natürlich kein Aufsehen erregen. So, Internet. Finanzen und Dienste. Maze Bank, Hauptmenü, Einzahlung. Und tschüss. Ob aufs Konto damit. Mir bringt das Bares nicht. Von daher, Leute, ich sag tschüss. Macht's gut. Bleibt wie ihr seid. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüssikowski, Leute.